Hallo und herzlich willkommen am heutigen Mittwoch. Ja, zu einer Aufzeichnung von Sonntag vom Livestream. Und das ist der erste Teil am heutigen Mittwoch. Um 20 Uhr gibt es dann den nächsten Teil. Und geplant ist, das kann ich schon mal sagen, weil ich bin noch vor dem Livestream, dass wir heute mit den Drescherflotten hier loslegen, dass wir die Gerste, den Dinkel und was sonst noch so fertig ist, von den Feldern holen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video und nach dem Intro geht es los. Ja, da ist der Andy und ich sage jetzt mal guten Morgen an all die, die jetzt schon hier sind. Ah, ich habe noch wieder was vergessen. Oh. So, jetzt sollte ich das auch sehen. Jawohl. Das auch. Wunderbar, jetzt sehe ich alles. So, und das Erste, was ich jetzt hier noch machen muss, und sorry für die Verspätung, aber ich habe heute Morgen verschlafen und dann hatte ich noch das ein oder andere geplant. Und von daher, ist es leider so, dass ich noch nicht so weit gekommen bin, wie ich eigentlich gerne wollte. Und von daher wollen wir mal gucken. So, erstmal hier das drehen wir mal auf 60 Grad runter, damit wir ein bisschen Ressourcen sparen. Dann gehen wir hier Kantenglättung 2, Hardware-Profil hoch, so Lichtqualität hoch. Objektsichtweite stellen wir mal auf 100%, Terrain-Sichtweite stellen wir mal auf 110%. Anzahl Spiegelungen ziehe ich gerne aber hoch. So, Textur, das bleibt Schatten hoch. Dann machen wir mal niedrig, Terrainqualität hoch, Pflanzendichte stellen wir auch mal auf 110. So, Blumenmesh stellen wir mal auf 140. So, realistische Rundumleuchte, die soll aber bleiben. So, Texturauflösung hoch. So, maximale Schattenlichter stellen wir auf 1. So, Shaderqualität hoch. So, zack, zack. Reifenspuren stellen wir auch mal hier auf 100. Denn ich gehe mal davon aus, dass JJ Bills, vielen Dank für dein Follow. Vielen, vielen Dank dafür. Denn ich gehe mal davon aus, dass wir heute doch die Drescherflotte ans Laufen bekommen. Und bevor mir nachher die FPS hier einbrechen, habe ich mir entschieden, die Grafikeinstellung ein wenig runterzudrehen. Moment, jetzt stimmt wieder. So, jetzt aber. Und von daher, mal gucken. So. Dann wollen wir mal hier loslegen. Lade ich mal das Safe Game. Weil ich habe heute Morgen nämlich noch ein bisschen an der Karte gearbeitet. Das heißt, also das, was ihr seht, ist im Moment die aktuellste Version, an der ich am Arbeiten bin. Was nicht wieder zurückgekommen ist, hatte ich eben auch noch versucht. Das ist der Zug. Der Zug ist weg. Der kommt nicht mehr wieder. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Nein, ich war schon, was ich gemacht habe. Er hatte versehentlich beim Zug die Zuglinie 4 hatte ich etwas Falsches gespeichert. Und da hat er dann Fehler rausgeworfen und damit hat er den Zug aus dem Safe Game rausgenommen. Und jetzt habe ich versucht, den wieder nachträglich nochmal hinzuzufügen. Das geht aber leider nicht. Ich krieg den Zug nicht wieder ins Spiel. Also das ärgert mich doch ein bisschen, aber gut, es ist so, wie es ist. So, dann wollen wir eben hier gucken. Achso, das steht sowieso schon auf.
Das hat funktioniert. Wunderbar. Das auch. Sehr schön. So. Dann können wir das jetzt mal ausmachen. Das ausmachen. Und bin wieder im Spiel zurück. Hoffe ich doch mal. So, jetzt will ich noch mal eins eben gucken. Ja, das steht da oben. Sehr schön. Jetzt können wir auch dann loslegen. Ja, ich bin also leider nicht mehr dazu gekommen, noch ein paar T-Shirts zu verkaufen. Müssen wir leider dann doch jetzt im Livestream machen. Weiß nicht, einen oder anderen wird es nerven, wenn wir hier schon wieder verkaufen. Aber ich sag mal, wir brauchen Geld. Wir brauchen dringend Kohle. Ohne Moos nichts los. Auch hier auf der Kornwelt. Denn wenn jetzt die ganzen Drescher hier arbeiten und das ganze Stroh hier produzieren, dann ist es schon so, dass ich sagen muss, ja, da brauchen wir Traktoren, wir brauchen Ballenpressen. Ich habe mich für Ballenpressen entschieden. Wir werden also Strohballen pressen, weil wir werden das ganze Stroh nicht irgendwie eingesammelt bekommen. Also, oder wir packen es auch in irgendein Silo rein, in irgendein Bahnsilo. Mal gucken. Also, ich habe da noch nicht das Finale entschieden, wie ich es machen werde. Ich bin mal gespannt. Also, ich bin mal sehr, sehr gespannt. So. Jetzt ist aber mal hier... Ah, ich habe vergessen, die Shader zu löschen. Jetzt dauert das erstmal wieder, bis er die Shader hier angepasst hat. Ich sag mal, so schlecht sieht es jetzt gar nicht aus. So. Jetzt ist die Einstellung halt nur hoch. Gucken wir mal, wie viel FPS haben wir. Oh, jetzt haben wir sogar 40 FPS. Das ist ja mal... Naja, war spannend. So, dann wollen wir mal... Ah, er hat doch noch so seine Ruckeltaschen hier. So, 1, 2, 3. So, hier sind mittlerweile... Haha, ihr seht's. Licht hat der Andy hingebaut. Licht. Damit ich auch im Dunkeln was sehe hier. Aha, okay. Ja, es dauert noch irgendwie ein bisschen. Oder ihr müsst die Shader nochmal löschen. Wäre vielleicht die bessere Alternative. Oder geht's jetzt? Ah, es geht aber jetzt. Jetzt geht's. Okay, gut. Alles gut. So, hier sind wir ja noch dabei. Da würde ich sagen, stellen wir mal den ersten wieder hier ein. Damit sie auch direkt wieder losgehen kann. So, erster Motor läuft. Das ist doch schon mal schön. So, jetzt wollen wir mal gerade gucken. Das ist der 980er. Gestern habe ich übrigens in Real Life, also in Real Life nicht, also hier auf Twitch, aber Real Life Farming, den 940er im Einsatz gesehen. Also das war schon sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend. Muss ich mal so sagen. Vor allen Dingen war ich dann doch sehr erstaunt, wie ruhig der Fahrer da drin saß. Also der hoppelte nicht so durch die Gegend, wie der in dem Big X, was ich diese Woche gesehen habe. Weil, mein Gott, ey, also da würde ich ja, wenn ich da abends aus dem Fahrzeug aussteigen würde, weil so viel hier hoppele und die Schlägen, also das ist nicht gesund für die Bandscheibe. Da müssen sie aber auch nochmal ein bisschen an arbeiten, die Kollegen hier von Krone. Ja, und fährst du jetzt oder nö, hab noch keine Lust so. Oh jat, geht der ja los, ey. 26 FPS noch. Das läuft ja schon wieder mega geil, ja. So, einstellen. Boah. Ah ja. Ich bin mal gespannt, wie das heute hier laufen wird. Also im Moment läuft es da nicht so gut. So, ich wollte auch mal eben schnell gucken. Ah, hier sieht es aber ganz gut aus. Wow. Wir sind bei 21%. So, wenn wir also die 20%-Marke erreicht haben, ich hoffe jetzt mal um 11 Uhr, dass wir das erreichen werden. Dann können wir auch endlich mal mit dem Dreschen anfangen. Also da warte ich ja schon Ewigkeiten gefühlt drauf.
So, den müssen wir auch wieder einstellen, damit ihr hier unsere Tiere hier mit Wasser versorgt. Was ist denn das Problem hier? Ach, da ist nichts mehr drin. Ach, das wollte ich auch noch geändert haben. Das wollte der Andy da auch noch geändert haben. So, ich mach das mal die FPS aus. Nervt mich da oben die Anzeige. So, die können wir auch schon mal hier einstellen. So, was mit dir? Willst du dann auch mal hier loslegen? Ah ja, er fährt schon mal rückwärts, das sieht schon mal gut aus. Das, ja, er hat zumindest mal gewillt, das hier weiterzumachen. So, oh, mal gucken, was ist denn hier los schon wieder? Die können wir hier stehen bleiben. Den können wir auch wieder einstellen hier. So. Den können wir auch wieder einstellen. Wunderbar. Den können wir auch wieder einstellen. Ja, also mit dem Hänger hier funktioniert das wunderbar, die Milch abzuholen. Aber wenn man dann den etwas größeren Hänger nimmt, da habe ich ein Problem mit. Stehe gar nicht. Aber naja. Gut. So. Warum hat der hier das Heck so gut wieder nicht abgekippt? Was ist wieder sein Problem hier? Ah, Kollege, Kollege, Kollege. Kollege, Kollege, Kollege. So, also oben seht ihr jetzt, müsste über mir sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da sollte jetzt ein Countdown stehen, wann dieses Projekt denn hier endet. Also das heißt, ihr werdet jetzt immer in den Streams live informiert, wann dieses Projekt endet. Und ja, ich will hoffen, das ist ganz angenehm für euch, dieser Service. Könnt ihr mir gerne mal in den Chat schreiben, wie ihr das denn findet. So, den können wir auch mal wieder hier einstellen. Ja. Noch 3 Minuten, dann wissen wir, ob wir loslegen können mit Dreschen oder nicht. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal sowas von gespannt. So, der ist hier irgendwie hängen geblieben, der Kollege. Ja, mal gucken, ob wir den jetzt erstmal hier wieder den Baumwollernter da hinten drauf bekommen. Hatte ich mit Autodrive fahren lassen. Tja, das war dann wohl ein Satz mit X, das war wohl nix. Erstmal hier in den Baumwollernter so wahrscheinlich einsteigen und den erstmal hier runterfahren. Das geht halt nicht. So, ist der schon mal runter. Und dann muss man den gleich mal gucken, ob wir ihn wieder drauf kriegen, damit er wieder hier zu Feld 19 gefahren wird. So, kann man anlassen. Also er druckelt doch sehr. Können wir mal überlegen, ob ich das nochmal eben schnell das Spiel nochmal ausmache. Den Shader nochmal eben schnell da das lösche. Weil so ist das im Moment echt ein bisschen ätzend. Muss ich mal so sagen. Ich würde sagen, wir speichern mal eben kurz. Und dann starte ich das Spiel nochmal neu, lösche dann nochmal eben die Shader und dann ist es gut. Oh. End. So. Weil so gefällt mir das im Moment überhaupt gar nicht. So, einmal speichern. Na komm, mach schon. Ja, zumindest mal ist aktualisiert. Hätte schon mal. So, gehen wir mal eben hier auf Shader Cage. Da haben wir ihn doch. So, löschen wir das mal eben schnell. Haben wir gemacht. So, jetzt können wir wieder neu starten. Dann starten wir nochmal neu das Spiel.
So, irgendwie lädt, in der Zeit, wo er lädt. Ja, darf ich auch nochmal, ja, mich bedanken für alle, die hier wieder ihr Follow da gelassen haben nach meinem, ja, doch sehr peinlichen Auftritt. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Daniel. Ich hoffe, dir geht es gut. Und schön, dass du reinschaust. Ja, nach meinem peinlichen Ausrutscher, dass ich also hier alle Follower gelöscht habe. Ja. Dass ihr trotzdem mir hier die Stange haltet und wieder reinschaltet, das ist schon mal super. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Na, was sagst du denn zu den Bayern? Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe mich gefreut. Hätte es nicht in der Höhe erwartet gegen diese Mannschaft, aber naja, schauen wir mal. Aber es freut mich, es freut mich. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe auch noch keine Ausschnitte gesehen. Ich war gestern ein wenig beschäftigt. Es war ein geiles Spiel, ja, glaube ich dir. Also meine Kinder waren auch begeistert, die haben sich das ja live angeguckt im Fernsehen. So, jetzt hoffe ich mal, dass alles wieder gut ist, dass das Spiel jetzt wieder ganz normal... Dass wir jetzt keine Verzögerungen mehr haben und Ruckler und hast du nicht gesehen... So, das haben wir schon mal. Gucken wir mal eben schnell. Wow, das sieht ja jetzt ja schon mal hier. Wow. Das sind ja schon mal FPS-Zahlen, die freuen mich doch schon mal richtig. So, erstmal den Zug wieder ausmachen. Wo war das hier, ne? So, Zug wechseln aus. Okay, dann gehen wir mal wieder hier zurück. Stunden später. Stunden später. So. Ich messe nochmal. Aha, wir haben ja noch eine Minute. Immer noch 21. Okay. So, wo waren wir jetzt hier, ne? Ich glaube, hier waren wir drin, oder? Ja, gucken. So, ja, genau. Kann man... Andy, sag mal, kannst du bei deinen Anhängern Baumwolle reinpacken oder geht das nicht? Was meinst du mit Baumwolle reinpacken? Also, normalerweise packst du Baumwolle auf einen Trailer oder auf einen Ladewagen? Also, was heißt Ladewagen? Also, es gibt ja diese speziellen Baumwoll-Tralalei-Dödelrad-Anhänger, wo man halt Baumwollmodule mitladen kann. Genau, war jetzt gerade das Wort am Überlegen. Baumwollmodule. Das heißt, du hast also ein Baumwollpflücker gefunden und da kommt dann lose Baumwolle raus. Verstehe ich das jetzt richtig? Genau. Das ist eine gute Frage, kann ich dir aber im Moment aktuell nicht beantworten. Müsste ich nämlich erst nachgucken. Oh, der findet mal einen Weg. Ich bin begeistert, echt. Gut, das Problem ist ja klar, hier bei dem Feld haben wir ja klar die Autodorf-Kurse nicht geändert, weil hier haben wir das Feld ja zusammengelegt und daher fahren hier die Kollegen hier querfeldein. Das sollte na klar eigentlich nicht so sein. Aber ist ein Grund, warum ich auch die Fruchtzerstörung noch aus habe. So, den stellen wir mal ein, damit er dahin fährt, wo er hinfahren soll. So, wir haben 11 Uhr und es ist trocken! Freunde, wir können dreschen! Ich bin total begeistert. Aber jetzt will ich erstmal die Frage vom lieben Daniel hier beantworten. Ich gehe mir eben schon auf den Tuning Pack. So, und dann wollen wir eben gucken. Moment.
Um Gottes Willen, kann ja sein, dass das auch andere Zuschauer das gerne wissen wollen. Von daher ist das ja eine legitime Frage. Also das ist jetzt ja nicht so, dass ich jetzt sage, nö, das ist jetzt beantwortet schon nach dem Stream. Nee, das kann man ruhig hier während des Streams machen. Also finde ich zumindest, dass wir das hier auch während des Streams machen können. Ich muss es nur gerade mal überlegen. Also den einzigsten Anhänger, den es ja von mir gibt, ist ja der, lass mich jetzt, genau, der Krampe. Der SB3060, so heißt er ja. So, jetzt wollen wir mal gucken, was der denn laden kann. Kann ich jetzt gleich sagen, bin schon in der XML drinne. So, hier haben wir Fill Unit und das steht auf Bulk. So. Und Bulk heißt also, dass das in der Map drin verbaut ist. Und dann muss ich da jetzt nachgucken, was ich dann da eingetragen habe. Und dann kann ich das sofort beantworten. Ja, dieser große da, den ich da habe. Wo man auswählen kann, 59.000, 75.000 oder 100.000 Liter. So, jetzt wollen wir gerade hier gucken. So, ich glaube, der Fill-Type ist das. Bin mir gar nicht sicher. Ich gehe mal eben hier unten gucken. So, Bulk. Woodchip, Silage, Glass Window, Sugarcane. Nein, kann man damit nicht laden. Es ist nicht dafür vorgesehen. Du meinst den Anhänger hier, ne? Grüße gehen übrigens an dieser Stelle raus, hier an den Party-Wheels. Wo ich das gerade sehe. Ja. Weil, also, bei mir ist es ja halb so, dass ich ja die Baumwolle nicht pflücke, sondern, ja, ich pflücke sie schon mit dem Baumwollpflückern, aber dann kommt ja dann hinten ein Baumwollmodul raus. So, und dieses Baumwollmodul ist ja größer. Jetzt frage mich nicht genau nach der Größe. Ich glaube, 120.000 Liter habe ich jetzt daraus gemacht, damit wir ein paar Baumwollmodule auf den Feldern hat. Sie sind damit schon etwas kompakter und größer vom Volumen her als die Standard. Und ja, normalerweise müsstest du, da du ja auch zu den Testern gehörst, im Tuning-Pack diese Baumwollernter oder Baumwollpflücker müsstest du schon drin haben. Ich weiß, die sind da klar von der Arbeitsbreite nicht gerade top. Also, ne? Bei, ich weiß nicht, wann da haben die, glaube ich, 6 Meter oder so. Das ist ja klar jetzt nicht riesig. Ne? Da muss man schon eine große Flotte haben. Und von daher, ja. So, jetzt wollen wir mal hier anfangen, die ersten Drescher hier einzustellen. Oh, ich bin so aufgeregt. Die ersten Drescherchen fahren jetzt hier los. Ja, es geht los. Und jetzt kommen alle Freunde, die hier Drescher im Einsatz sehen wollen. Die kommen jetzt hier voll auf ihre Kosten. Das verspreche ich euch, meine Freunde. Das verspreche ich euch. So, wo haben wir hier? Ah, da vorne ist der erste Punkt. Jawohl. So, und los geht's hier. Und wir müssen gleich noch mal ein bisschen T-Shirts verkaufen. Ey, hallo, hallo, stopp. Was machst du denn hier? Das ist aber nicht so, ihr wollt. Hallo, ich will Stroh haben. Stroh. Kommt jetzt die Stroh? Ja, alles klar. So will ich das haben. Hallo? Stimmt, die habe ich neu gekauft. Daniel, nichts zu danken. So.
Abfahrer. So, wollen wir mal eben schnell gucken. Der steht nämlich auch noch hier auf Häcksel, ne? Genau, Stroherplage anschalten. Da habe ich nämlich auch noch nicht. Oh, so. Das gibt Stroh. Boah, Freunde, das gibt richtig Stroh. So, ab geht's hier. Ab geht die Post hier. Ah, herrlich. Herrlich. Ich freue mich. Ich freue mich so sehr, ey. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also da habe ich so drauf hingefiebert, die ganze Woche. Wollte immer wieder dreschen, aber nichts ging. Nichts ging. Das war echt unglaublich. Sehr schön. So, und der nächste bitte. Jetzt geht's endlich hier los. Jetzt können wir endlich wieder das Korn runterholen. Ach. Ich bin begeistert. So, Strohablage einschalten. Danke. Motor starten und mach dich betriebsbereit. Und los geht's hier. Ach. Zack. Und der nächste. Jawoll. So muss das sein. So gefällt dem Andy das. So gefällt dem Andy das. So, oh, spannend hier. Sehr schön. So, der fährt auch. Dann gehen wir mal zum nächsten hier. Wo ist denn jetzt mein Kollege Abfahrer hier? Wo ist der denn abgeblieben? So, Strohablage einschalten, jawohl. Warum mache ich jetzt den Motor aus? Geht ja schon wieder gut los hier, ja? Ich habe nochmal neue Zuschauerinnen und neue Zuschauer hier recht herzlich auf meinem Kanal willkommen heißen. Und für diejenigen, die sich wundern, warum hat der Andy denn hier so wenig Follower, aber ist schon ein Affiliate-Partner. Das liegt ganz einfach daran, dass ich diese Woche ein kleines Missgeschick mir passiert ist. Ich wollte Fake-Accounts und diese ganzen Bot-Accounts und was nicht alles hier gibt, die wollte ich weghaben, damit ich mal wieder, ne, hier eine saubere Follower-Liste habe. Dabei ist es mir dann passiert, dass ich alle gelöscht habe. Ja, war sehr clever von mir, ich weiß. So bin ich manchmal. Ja, und ne, da wollen wir nochmal aufklären. Wir befinden uns also hier in der Milliarden-Challenge oder anders ausgedrückt. Ich möchte euch gerne zeigen, wie man Milliardär wird im LS19. Ja, das ist das Ziel. Ob wir das hier erreichen werden? Naja, ihr seht oben einen Countdown. Da wird dann die Auflösung kommen. Wow, das geht ja hier. Oh. Ich glaube, ich musste die Einstellung noch ein bisschen runterdrehen, wa? Wow, 7 FPS. Jetzt wird's richtig geil. Wenn ich jetzt noch 5 weitere einstelle, dann war das. Ich weiß aber jetzt nicht, woran das liegen soll. Also das sind ja bis jetzt noch, ja, keine großartigen Drescherflotten. Ah, okay, jetzt geht's wieder. Sagen. Irgendwas war jetzt hier wohl am Rechnen. Jetzt geht's. Alles gut. So, den werden wir hier mit Cursplay fahren lassen übrigens. Den Kollegen hier. Wenn wir hier den Überlademodus nutzen. Vorne den. Diesen hier. Mein Gott, der ist aber echt weit gekommen.
echt unglaublich und ist schon voll. Aber wenn das mal hier so weitergeht, dann herzlichen Glückwunsch. Aber ich freue mich. Das gibt richtig Ertrag hier. Boah. Da haben wir die Gerste. Wunderbar. Ah, hervorragend. Hervorragend. Ich bin begeistert. So, heute also große Ernteaktion hier. Moment, da haben wir hier den... Was ist das denn jetzt hier? Position beladen. Ist hier was Neues zugekommen? Wovon ich noch nichts weiß. Warte doch mal, Kollege, stopp! Stopp! Sei mal nicht so ungeduldig. Mein Gott, lass dich erstmal wegfahren. Ja, also gestern wollte ich auch noch ein bisschen gemoddet haben, da bin ich aber nicht zugekommen, weil, ja, ich war irgendwie so im Fieber, die Produktionen, diese Mitteilung, die ihr da unten seht, dass die weniger werden, aber, alter Falter. Also, ne, in der anderen Milliarden-Challenge von der Marsch, hier sind wir ja auf der Kornwelt, eine 16-fach-Map aus dem Hause Andys Modding. So, solange der jetzt hier steht, können wir den direkt mal hier abtanken, würde ich sagen. Oh, jetzt funktioniert er wieder hervorragend. Oh, Andy. Ah, oh, doch, da. Aha, jetzt aber. Dann kann er nämlich schon mal ein Stück weiterfahren. Der andere dreht ja da vorne noch. So, vielleicht kommt dann irgendwann mal der Kollege hier an. Der Kollege hier, der hier abfahren soll. Bis jetzt ist er noch nicht da. Das heißt, wir können dann schon mal zum nächsten Feld springen, weil hier haben wir schon mal alle eingestellt. So, hier haben wir das nächste Feld. Feld 32, da sind aber nur zwei drauf. Also von daher, ja, werden wir da nicht so um unseren Spaß, glaube ich, haben. So, jetzt wollen wir mal gucken, habe ich Strohablage anschalten, okay. Achso, ich muss erstmal den Motor starten, okay. Start the engine, please. Und los geht's hier. Ich sagen, und auch hier gute Fahrt. Moment, hier habe ich noch was vergessen. So. Vor allen Dingen ne, nochmal einen kleinen Nachtrag dazu, zu dem Video von heute Morgen. Das hat auch den Vorteil, wenn er das aktiviert, dass wenn ihr mehrere auf einem Feld habt, damit dann am Ende, wenn der automatisch entlassen wird, dann fahren die anderen weiter bis zum Ende. Habt ihr das nicht aktiviert, dann bleiben die so lange da stehen, bis du den Fahrer da entlassen hast, weil sonst der Abstand zu dem vorderen, ne, in diesen Mindestabstand reinkommen würde. So. Dann wollen wir mal hier zum nächsten Kollegen springen. So, rein mit uns hier. Mal gucken, haben wir hier Strohablage? Ne, ist ja auch ausgeschaltet. Warum auch immer. Und los geht's hier. Ja, Gerste dreschen. XXL. Würde ich mal sagen, ist das hier. Schon alles vorbereitet, soweit. So, können wir ja auch einstellen. Wunderbar, los geht's hier.
Man kann sagen, das tun wir mal gucken. So, das heißt, den können wir die hier auch jetzt einstellen. Damit die hier. Achso, warum habe ich den hier nicht vorbereitet? Was ist das denn bitte? So, Cosplayfeld 32. Habe ich doch gleich hier was verpennt hier? Hallöchen, Pupillchen. Was ist das denn? Abladepunkt am Hofsieger. So, und tschüss. Dann der nächste, bitte. Ja, jetzt geht's los. Dann hatte ich gestern mal hier getestet. Gibt ja hier den BGA-Entlademodus. Und da muss ich sagen, also ich habe es noch nicht hinbekommen, den so einzustellen, dass der mir also das BGA-Silo leer macht, also das Keil-Silo leer macht und dann halt die Hänger befüllt. Das funktioniert irgendwie nicht so. Weiß ja nicht, woran das liegt. Wollen wir nochmal gucken. Hab ja in der Woche noch ein bisschen Zeit, das herauszufinden. Abladepunkt am Hofsilo, jawohl. So, und tschüss. Ja, moin Dieter, einen wunderschönen und schön, dass du dir die Zeit nimmst, um die hier, ja, wieder mich hier zu unterstützen im Stream. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Hast frischen Kaffee am Start, weil es könnte heute ein bisschen länger werden. Könnte ein wenig länger werden. So, warum ist das hier noch nicht richtig eingestellt? So, jetzt können wir endlich hier unten mit der Dinkelernte anfangen, weil der schon seit 3 Jahren fertig ist, gefühlt. Jetzt mal gucken, Strohablage anschalten. So, das ist schon mal wichtig. Motor an, start the engine. So, dann fangen wir damit an. Du hast keine Meldung bekommen, dass ich live bin? Oh, okay. Von Twitch jetzt, oder? Weil normalerweise bei mir auf dem Discord müsste es aber eigentlich stehen. Kaffee ist am Start. Ja, Kaffee brauche ich. Also ist zwar jetzt auch schon meine 3. Tasse Kaffee, also ist jetzt nicht meine 1. und auch nicht meine 2., sondern schon meine 3. Sehr schön. So, und der nächste geht hier an den Start. Ich will das gar nicht gucken, wo die FPS-Zahlen hängen. Also noch geht's. Also noch läuft's ja ganz gut. Aber spannend, weil wir alle hier eingestellt haben. Da bin ich mal gespannt hier. So, Stromablage ist ja auch noch nicht eingeschaltet. Warum das denn nicht mehr? Kollege? Was machst du hier? Warum fährst du jetzt? Der steht ja auch hier auf 1 rechts. Was ist das denn? Okay. Also irgendwie jetzt hier was schief gelaufen, okay. Oh yeah, oh no, das geht ja mal schon wieder, oh. Oh, und der Andy hat vergessen, eine Stromablage einzuschalten. Vor lauter, was ist das denn? Hat er wieder was vergessen. So. Wehe, da kommt jetzt kein Strom raus. Wehe. Ja, fahr da über der Tübisch. Komm, das kriegst du hin, das ist Kinderkram für dich. So, jetzt wollen wir die mal eben auch hier noch richtig einstellen. Oder ihn hier. Hofleiter. Nee, das kann aber hier nicht richtig sein. So. Das kann aber hier nicht richtig sein. So. Wir sind hier. So. Erstmal hier CP Feld 22. Da haben wir es schon mal. So, und dann soll er das Ganze. Bahnhof Silos Abladepunkt Silos Sägewerk. So. Das haben wir den auch schon mal. Dann kann er auch mal eine Runde durch die Gegend spazieren fahren. Die sind hier schon bereit. Die sind hier schon bereit. So, das ist Feld 20. Das ist auch schon mal gut. So, wie sieht es hier mit Strohablage aus? Ist hier auch noch nicht eingeschaltet. Ja, was ist das denn hier? So, das muss auch noch mal hier gucken.
So, also mal gucken, startet der eins, der startet eins links. Da, das ist ja richtig alles. Gut, das ist da oben eingestellt. Wunderbar. Start the engine, please. Ah, herrlich. Da kommt der unser Dinkel. Ja, Dinkel, Dinkel. Kriegen wir lecker, lecker Dinkelmehl raus. Hier. So, Abfahrt. Komm, meine hier. Gib alles. Gib alles, Junge. Gib alles, Junge. Warum steht hier Macy Ferguson drauf? Na, ist egal. Jetzt aber Strohablage anschalten. Jawohl. Habe ich auch noch nicht. So, das hier auch mal machen. So. Und dann würde ich sagen, B. Und los geht's hier. Sehr schön. Oh, guck mal. Da fährt er. Oh. Wie schön. So. Wer hat mitgezählt? Wie viel haben wir jetzt hier im Einsatz? Wie viel Drescher mittlerweile? Dürften schon ein paar sein. Geh ich zumindest mal von aus. Schwer. So. Aber wir müssen noch ein Stück, okay. Wir müssen noch ein Stückchen. Auf welcher Karte seid ihr da aktuell am Zocken? So, der fährt wunderbar. Das heißt, wir müssen mal hier den Kollegen hier einstellen, oder die Kollegen hier einstellen. Ich würde mal sagen, ich stelle mal direkt hier aufs Feld und dann ist gut. Mal weniger Probleme hier. Bin schneller da. Ja, du musst ja unten. Hast du ja, wenn du hier auf den BGA-Modus gehst, klick mal eben hier drauf, dann musst du ja einmal entweder in den Bunker auswählen oder du kannst ja hier Abfahrer auswählen. Aber funktioniert bei mir nicht. Also zumindest auf der Marsch geht das nicht. Keine Ahnung warum. I don't know. Will er nicht. Mag er nicht. Entweder sind die zu weit weg, dass sie nicht mehr in diesem Radius drin sind, weil es ja ein Doppelkeil-Silo. Ich hab ja da auf der Marsch, habe ich ja das vom Fat Action her verbaut. Da hat er sowieso das Problem, auch das Silo zu erkennen. Also der macht da ganz komische Geschichten. Der fährt da gegen die Mauer und weiß der Geier, wann er alles. Wenn er dann mal was lädt, ja. Aber er. Ja, keine Ahnung. Also, ihr habt da so ein bisschen Probleme mit. Also von daher, oh, gucken wir da, mache weiter nicht. So, jetzt haben wir den auch am Start. So, das heißt, achso, hier muss man gleich nochmal gucken, da wir den, Moment, machen wir mal eben schnell, wenn wir den Baumwollernter wieder drauf kriegen, damit die Baumwollernter auch mal alle da oben ankommen, bei Feld 19, weil da werden wir 8, ja, ihr hört richtig, 8 Baumwollernte auf ein Feld packen. Das ist ja das Ziel. Bin mal gespannt, ob das alle auch nachher dann noch funktionieren wird. Ja, und ich darf allen einen schönen Mittag wünschen, denn ich sehe gerade, wir haben 12 Uhr. Ja, also einen wunderschönen guten Mittag auch von mir. Und solltet ihr gerade beim Mittagessen sitzen und nebenher den Stream laufen haben, ja, dann erstmal danke dafür. Oh nein, ernsthaft jetzt, Andy. Jetzt hänge ich hier. Oh. War wieder klasse hier. Sieht so langsam aus, ne?
Wie der Zug gefährt. Sehr schön. So, jetzt können wir ja endlich das Motörchen wieder anschmeißen. Ja. Oh, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Boah. Na gut. Jetzt geht der nächste Zug, ey. Mein Gott. Gut, dass man nicht da drauf stand auf den Gleisen. Da hätte man wieder ein bisschen Zug mitgekriegt. Ist nicht sehr gesund hier. Hier ein bisschen Zug mitzukriegen. Da fliegt man hier durch die Gegend. Aber Halleluja. Vor allem, wenn dann der Zug da mal Tempo 140 dann da auf einen drauf knallt. Nicht sehr gesund. Sehr schön. So, das heißt, wieso steht hier Feld 48? Du sollst zu Feld 19 fahren, Kollege. So, und Rundumleuchten wieder einschalten. Nicht vergessen, ist ja hier ein Schwertransport. Sehr schön. So, er fährt schon mal. Also das funktioniert mit Autodrive echt gut. Also ihr habt jetzt fast alle da mit Autodrive da hochfahren lassen. So, hier haben wir irgendwie ein Problem, ne? Die sind, glaube ich, falsch rum. Na, egal. Wir fangen mal hier vorne an. Die Strohablage hier noch einschalten. Und wir gucken dann gleich mal, wie viel Drescher denn hier im Einsatz sind. So, Strohablage einschalten. Jawohl. So, hier sind wir jetzt auf Feld 6, 7 mittlerweile angekommen. Auf geht's hier. Ah, hier ist auch schon der erste Wegpunkt. Sehr schön. Da kann er direkt starten. So, das heißt, wir müssen gleich also noch ein paar T-Shirts verkaufen, weil wir müssen doch noch den ein oder anderen Traktor uns mal hier zulegen. Weil das Wetter ist jetzt nicht lange so schön. Das heißt, wir müssen relativ zügig das Stroh hier runterbekommen. So, und dann können wir jetzt entweder Ballen pressen oder Sammelwagen uns zulegen, aber alles kostet Geld. Es ist nicht so, dass das alles umsonst wäre. Damit wir hier die Stroh hier runterbekommen. Vor allem bei so vielen Dreschern, wie wir jetzt hier im Einsatz haben. Kann ich ja nicht mal eben sagen, ich mache das mal eben selber. Weil das könnte ein bisschen schwierig werden hier. Aber nur ein bisschen. Schön. So, und ab geht die Fahrt. Danke. Ja, wir kümmern uns gleich um diese ganzen Meldungen da. Mach ich da keine Sorgen drum. Andy hat da schon einen Blick. Aber jetzt geht's ja richtig los. Da haben viele schon drauf hingefiebert, darauf gewartet. Ich auch. Also, muss ich auch dazu zählen. Weil, ne, wir brauchen das Getreide. Wir brauchen das. Weil, ne? Und, ich habe die Strohablage wieder eingeschaltet. Da war noch was, da war noch was. So. Auf geht's hier, Freunde. Auf geht's hier. So, hier haben wir Hafer. Und der Hafer kommt später auch in die Lebensmittelproduktion, damit wir lecker Haferflöckchen daraus kriegen für unser Frühstückchen. Ja, ein paar Haferflöckchen. Jetzt, Maria, jetzt wird's langsam her anstrengend. Merkt ihr schon? Aber wir werden gleich mal gucken, wie viele Fahrzeuge wir dann im Einsatz haben. Aber ich glaube, ich schaffe das noch, den Rechner hier heute zum Glühen zu kriegen.
Müsste gerne mal gucken, wo dann die Betriebstemperatur aktuell war. War man der CPU gelegt? War man der GPU? Die dürfte heute ein bisschen höher sein. Klimaanlage schon wieder angesprungen. So, dass er also auch, ja, hoffentlich gut gekühlt wird. Das haben wir hier angeschaltet. Wunderbar. Wir sind bei fantastischen 5 FPS angekommen. Ja, ist ja echt Wahnsinn. Und das sind noch nicht alle. Also wir haben da noch ein paar mehr im Einsatz. Wir haben da noch ein paar Drescher mehr. Also von daher, wer jetzt glaubt, das war's schon. Ja. Hey, was macht der denn jetzt da? Ey, Kollege, was machen du da? Kollege, was du da wollen? Wo du hin wollen? Nee, 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 Freund. So nicht. So nicht hier. So. Oh, ein Stück zurück. So. Alles klar. So, am ersten Wegpunkt. Bitte starten. Danke. Gott, jetzt waren wir ja schon eine halbe Stunde am Dreschen und irgendwie habe ich ja das Gefühl, es ist ja nichts passiert. Hä? Was hast du denn jetzt hier für ein Problem? Oh, Alter. Was macht ihr denn jetzt hier? Sag mal, bin ich irgendwie im falschen Film oder was? Wieso eins rechts? Nein! Nein, stopp! Was ist das denn? Wieso eins rechts? Nein, du sollst zwei rechts. Stammen wir da gerade? Achso, Moment, ich muss mal hier runtergehen, sonst fährt er nicht. Gut, dass wir da um die Kinder aufgeblieben sind, sonst wäre er auch wieder in die Hose gegangen. Uiuiui, hat der Andy da nie alles richtig eingestellt? Uiuiuiui. Was der denn? Haben wieder geschlafen, sind wir noch nicht wach heute Morgen. Ist ja heute Mittag, wir haben ja schon Mittag, wir haben ja nicht mehr Morgen. Na, so, jetzt aber. Hund, fährt er jetzt richtig? Jetzt look at it. Komm mal hin, ey. Ah. Hat noch nicht genügend Abheim. Wir speichern vorsichtshalber mal. Ich glaube, wär eine gute Geschichte. So. So, wir gucken. Ja, hier noch hier unsere. Was ist das denn hier? Was ist das hier? So, vereinfachte Starten, Motor aus. So, leichtgängige Fahrzeugkamera. Information, Dialog. Felder. Achso. Machen wir mal eben aus. So, Tiefenschärfe aus. Nicht standardmäßige Beleuchtung. Kamerakollision an. Verschieden. Blop. So, wir müssen mal gucken, da wir hier halbwegs hinbekommen, da wir hier ein vernünftiges Bild hier haben. Beziehungsweise, dass das Spiel vernünftig läuft und vielleicht sollte schon mal oben die Uhr nochmal ausschalten. So, halt. So, ne, hier war das doch. So, Uhrposition, obere Ecke, aktuelles Datum, Zeit. Hey, obere linke Ecke, wo kann ich denn jetzt hier ausmachen? Kurz, lang, aus. So, alles klar. Ist das schon mal aus? So. Muss ja nicht noch mehr hier als sein muss. So, jetzt wollen wir eben schnell gucken hier. Statistik. So, Anzahl eingestellter Helfer. 18. Das ist, ja, also für mich absoluter Rekord. Wollen wir eben zählen. Also hier haben wir 1, 2, 3, 4. Da haben wir 2 macht 6. Da sind 2 macht
8. Dann haben wir nochmal 2, sind 10. Okay, so, dann haben wir hier oben 4 macht 14. Dann haben wir hier nochmal 4 macht 18. Plus Abfahrer. Plus Abfahrer. So, jetzt wollen wir mal gucken. Achso, wir müssen vielleicht nochmal hier auf dem Feld auch nochmal die Abfahrer hier einstellen, sonst geht das ja gar nicht weiter. Oh, ja, ja, ja. Andy, da hast du ja wieder was vergessen. So. Oh, schnell hier zu den Kollegen hier hetzen. Schon wieder so viel Sport hier am frühen Sonntagmittag. Warum habe ich denn hier kein AdBlue aufgefüllt? Oh, ich bin so ein... So, würde ich sagen, stellen wir den mal hier aufs Feld. Wunderbar, da ist doch Curseplay Punkt 6. So, dann wollen wir nochmal gucken, ob er auch richtig hier eingestellt ist, der Kollege. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Sonst hätte es wieder nicht funktioniert. So, 75, anwenden und einstellen. Wunderbar und tschüss, macht deine Arbeit. So, damit sind wir bei 19 und 20, beziehungsweise bei dem anderen sehe ich auch schon 8. Ach, so, guck mal auch nochmal hier. Da ist es aber richtig. Okay, wunderbar. Ich hätte die vielleicht auch mal reparieren sollen vorher, ne? Also... Ah, war Andy wieder sehr schlampig hier unterwegs. Das, ja, ja. So, der ist auch eingestellt. So, jetzt fehlt nur noch Feld 11. Und kriegen wir da hin? Schaffen wir das? Oder wird der Rechner jetzt gleich hier mir um die Ohren fliegen? Ach, da müssen wir noch... Ach, nein. Also jetzt gehen wir erstmal hier zu Feld 11. Da haben wir ja noch ein paar stehen. Ist ja nicht so, ne, dass wir hier wie bei armen Leuten wären. Nein. Wir haben ja viel, viel verkauft. Und daher konnten wir uns jetzt hier also eine mega, wirklich mega Drescherflotte hier leisten. So, Strohablage anschalten. Sehr schön. Und... So, ist das hier nicht aktiviert? Okay. Und Abfahrer einstellen. Hä? Achso, ja, gut, hier ist egal. So, Kollege, was ist los? Aha. Aha. Er hat. Okay. So, der erste fährt. Dann wollen wir den zweiten hier an den Start bringen. So, da haben wir schon mal das. Strohablage anschalten müssen wir hier noch. Und dann wollen wir mal den Motor starten. Gucken nochmal. Eins links, alles richtig hier. So, Abfahrer einstellen. Und wünsche dir viel Spaß beim Dreschen. So, jetzt haben wir 20 am Start. Und Nummer 21 kommt jetzt. Oh, Freunde. Guck mal so nach links, ob der Rechner noch nicht schon qualmt. Naja, qualmt noch nicht. Er qualmt noch nicht. Unglaublich. Unglaublich. Er qualmt noch nicht. So, Strohablage anschalten. So, Abfahrer einstellen am ersten Wegpunkt. Gucken wir nochmal. Eins rechts. Ist auch richtig. Gut. Und tschüss. Dann gehen wir mal hier hin. So. Der nächste, bitte. Strohablage anschalten. Jawohl. So, und der müsste dann 2 rechts sein. Jawohl, ist er auch. Am ersten Wegpunkt soll er starten. Abfahrer einstellen. Sehr schön. So. Gehen wir mal hier rein.
Auch hier werden wir Abfahrer haben. Und auch die werden den Dinkel dann sofort in die Produktion bringen. So, wir sind mal gespannt, ob das hier mit unserem Kollegen hier funktioniert. Ansonsten müssen wir den austauschen. Sag mal, ne? Der Mack hat einen geilen Motorsound. Gar keine Frage. Aber, ja. Sehr, sehr schwierig. So, jetzt müssen wir mal hier hingehen und den Kollegen, hier haben wir es ja. So, haben wir hier noch irgendwas? Position beladen. Okay. Aha. Sollen wir das jetzt hier einstellen? Wir gucken mal. Wir gucken mal, ob es funktioniert. Ich bin jetzt mal gespannt. So. Einstellen am ersten Wegpunkt. Jawohl. So, aber wir müssen noch hier irgendwo noch die Drescher. Ah, hier, genau. So, wir sind hier auf Feld 11. Aber halt, stopp, Feld 11. So, und dann müssen wir hier die Drescher auswählen, die ja hier abtanken soll. So, alles klar. Haben wir gemacht. Wunderbar. So, dann läuft das nämlich schon mal. Hoffe ich zumindest mal. Werden wir dann uns später mal anschauen. Was ist denn los hier? Achso, der vorne wird abgetankt. Daher fährt der Moment nicht weit. Okay. So. Ah, den Kollegen haben wir ja anscheinend noch nicht wieder eingestellt. So, stellen wir den mal wieder ein. Was hängst du denn hier so auf der Straße rum? Sag mal. Mhm. Er hat hier den ganzen Abfahrer hier blockiert. Ja, Alter, Alter, was das denn? Okay, der ist schon mal hier. Den müssen wir mal wieder hier einstellen, damit er hier ein bisschen Wasser verteilt. Das wäre ganz wichtig. So, was ist mit dir hier? Warum stehst du hier rum? Berechne Fahrt. Ah, ja. Ja. Drescher anfahren. Ja, dann fahr doch. Kollege, dann fahr doch auch mal. So, ich fahre den mal hier aus dem Weg, weil ich glaube, der hat hier ein kleines Problem hier. Ne, doch nicht. Ja, funktioniert nicht mehr alles so wirklich jetzt flüssig, aber es geht noch. Es geht noch. Also dafür, dass wir jetzt so viele hier im Einsatz haben, würde ich mal sagen, läuft das Ganze hier doch noch ganz gut. So, jetzt stellen wir noch einen ein, weil wir müssen noch einen drauflegen. Der Rechner muss gleich hier. Ja, die Heizung hier sein. Ich hab leider die Miete nicht bezahlt. Daher muss ich jetzt anders heizen. Daher muss ich den Rechner hier zum Glühen bringen. War ein Scherz, Freunde. Klar habe ich meine Miete bezahlt. Ah, guck mal, der ist hier oben angekommen. Das ist doch schon mal schön. Können wir den gleich auch mal abladen. Warum fahren die rund, hä? Ja, ist mir jetzt alles egal. So. So, Feld 34. Ah, Feld 34. Ja, Feld 34. Ah, ja, Feld 34. Hallöchen, Puppischen. So, nehmen wir hier. So, das sind noch unsere anderen. So, was sind wir hier? Blub, 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 6, 7, das sieht schon gut aus. Was ist denn hier unser Kollege? Humpendicken. Was denn hier schon wieder los? Hallo? Kollegen, was macht ihr hier? Ihr sollt ja hier keine Türmchen bauen. Hallo? Oh, nö, haben wir hier noch nicht einen eingestellt? Ach, du ahnst es nicht. Du ahnst es ja nicht. Was ist denn hier los, ey? Was ist denn hier los? Freunde der Sonne.
Also hier geht's ja mal richtig heute ab hier. Aber sowas von. Ah, hier bewegt sich mal wieder einer. Das ist ja schön. So, der, da waren wir doch alle schon. Hallo? Moment, wir mal gucken hier. So, Feld 34. So, hier haben wir einen Kollegen. Genau. Da haben wir doch schon mal den Kollegen. Wo ist denn der andere Kollege eigentlich hier abgeblieben, der uns hier unterstützen soll? Wo ist der denn? Hallo? Ja, da müssen wir ja nochmal gucken, wo der abgeblieben ist. Aber das geht ja mal gar nicht. Hat er uns ja einfach im Riss gelassen. Echt unglaublich. Da lässt er uns ja einfach im Riss hier. So, da vorne, der muss schon mal abgedankt werden. Da wollen wir nochmal dahin fahren. Oh yes, Maria, muss so viel abgedankt werden. So, nochmal mal gucken. Also, wir sind bei 9 FPS. Also, das ist ja mal... Vielleicht hätte ich die Einstellung noch ein bisschen runterdrehen sollen. Aber damit müsst ihr jetzt klarkommen heute. Als wenn wir jetzt knallhart hier durchziehen. Wenn wir knallhart durchziehen. Oder auch nicht, das weiß ich noch nicht. Weil wir müssen noch ein paar Dinge hier machen gleich. Wir müssen noch ein paar Abfahrer hier einstellen. Ich glaube, dann crasht das System mal wirklich. Also... Ach, ich sollte vielleicht mal den einen da wegfahren, ne? Kann das sein? Fällt mir gerade mal ein. Ich glaube, wir haben einen da am Beladepunkt am Hofsilo, am Ranch-Silo. Mein Gott, Andy, wir sind hier in Amerika. Da heißt das Ranch und nicht Hof. Ja, genau. Danke nochmal für diesen ja, deutlichen Hinweis daran. So. Ja, Rundumleuchte auf der Straße. Wir fahren doch nicht auf der Straße. So, was haben wir hier? Ja, da bin ich mal gespannt hier. Also, ja. Wir warten und warten auf den lieben Drescher, dass er hier mal überladen hat. Ja. Das heißt, jetzt können wir hier wieder weiterfahren. Wunderbar, der kann rechnen. Genau, mach das mal. Ruf mal die Truppen zusammen. Wenn es dann nicht mehr geht, dann müssen wir alle mal hier eine Runde schieben. Wer von euch hat dann schon mal so viel Drescher am Start gehabt? Das ist ja... Also, für mich ist das absoluter Rekord. Also, ich müsste jetzt mal in die, den Tastenmanager nebenher gleich mal öffnen. Und dann mal gucken, wie viel Gigabyte dann auch von meiner Grafikkarte jetzt belegt sind. Jetzt sag mir nicht, dass du losfährst, ne? Das wäre jetzt nicht so... Oh nein, habe ich das wirklich vergessen auszustellen hier? Oh nein, ich hasse es. Ich hasse es. So, oh, schnell hier. Oh, oh das ist ja... Hallo, wir haben einen Mindestabstand von 200 Meter, Kollege. Also, ne, das sind aber jetzt gleich 200 Meter, du. Freund, bleib mal stehen jetzt. Hallo, stehen bleiben. Stehen bleiben. Kollege? Kollege, bleibst du jetzt mal stehen? Die 200 Meter interessieren ihn aber mal hier ein Kehricht, wa? Alter, Falter. Jetzt ist er stehen geblieben, okay. Gut, auf zum nächsten.
Aber ich weiß, warum der nicht wiederkommt. Ich weiß, warum der andere nicht wiederkommt. Ah, da hast du ja wieder mal Käse gebaut. Echt Käse. Käse. Kann man mich noch verstehen? Oder bin ich jetzt zu leise? Ah, musst du wieder was höher machen, ne? So. Will ja nicht mehr hier rumbrüllen müssen. Sag mal, ne, die Nachbarschaft denkt ja ohnehin schon, ich bin bekloppt, ne? Warum redet denn den ganzen Tag mit sich selber? Ja, ich würde das ja gerne automatisieren hier, damit der hier mal mit Cursplay abdankt, aber ja, dazu brauche ich erstmal einen Kollegen, der mir hier hilft. Mit dem Abfahren. Ja, Stunden später. So, wir kommen gleich nochmal wieder hier. So, gehen wir eben schnell hier zu Ranch. Ranch. Irgendwo haben wir hier im Moment Ranch. Hier muss doch irgendwo... Da ist ein HTS-Silo. Nee, ach, komm. Ah, jetzt sind wir schon mal hier. Das ist schon mal schön. Jetzt sind wir schon mal in der Dünger-Saatgutproduktion. Oh. So, ein bisschen Sport machen. Einmal hier über die Zäune springen. Habt ihr gesehen, wie sportlich ich bin? Direkt zwei Zäune auf einmal hier übersprungen. Mega sportlich hier unterwegs. Nee, hier hängt er nicht. Ja, wo hängt denn der Kollege? Hallöchen, Popöchen, was ist das denn? So, den müssen wir auf jeden Fall mal hier wegtun, weil, ne, wenn die nämlich hier im Hofsilo abladen sollen, dann können die da klein nicht hier abladen, weil der hier im Weg steht. Also den müssen wir erstmal hier beiseite schieben. Ne, fahren. Nicht schieben, fahren. So. So wird der 1019 hier abgebunkert. Hallo? Hast du doch da tatkräftige Unterstützung am Feld? Das verstehe ich aber jetzt noch nicht so ganz, Kollege hier. So. Aha, hier sind schon wieder ein paar angekommen. Das ist ja schon mal schön, dass wieder ein paar angekommen sind. Ah, ja, ja, Moment. Bleib mal locker, ey. Cool bleiben. Ey, cool. Keep cool. Oh. Also meinst du das, oder sind die hier in Amerika noch ungeduldiger als wir in Deutschland? Also das ist ja mal hier... Lass mich doch mal los dann auch, ey. Ja, lass doch mal los. Danke. So, hier zurückfahren und mal gucken, ob der Kollege, der mittlerweile mal hier aufgetaucht ist. Oder habe ich den irgendwie falsch geschickt? Oh, nee. Jetzt muss ich den LKW suchen. Oh. Könnte ein bisschen problematisch werden. Aber egal. So, gucken wir nochmal eben schnell in die Statistik. So, wir haben jetzt 24 Helfer auf den Feldern, also mit Curseplay, 24. Und eingestellte Fahrer 19. Macht, ich habe mir eben kurz überschlage, 43. 43 Teile, die sich hier bewegen. Also, ich weiß noch eins. Wenn man auf einem Multiplayer-Server mit 16 Leuten unterwegs ist, dann ist das manchmal schon sehr anstrengend. Und, von daher... Bin mal gespannt. Wo ist denn der Kollege geblieben? Verstehe ich nicht. Oder sehe ich den im Moment noch nicht, weil ich die Einstellung runtergedreht habe? Das könnte da klar jetzt auch noch ein Grund sein, aber ich sehe auch keinen Punkt da auf der Minimap.
So, wollen wir den mal suchen gehen? Hä? Was ist denn hier kaputt? Was läuft denn hier schief? Naja, okay. Warum stehst du denn hier rum? Ah, da ist er doch. Problem gefunden. Wir haben den Mistfahrer noch nicht wieder eingestellt. Das ist das Problem. So, dann würde ich sagen, nehmen wir mal den hier mit hier bei Feld 34. Wenn wir hier noch einen am Start haben. So. Abfahrer Feld 34. Da haben wir doch. So, und abladen soll er das Ganze am Hofesilo. So, wenn wir da reinkippen, ist dann wieder, oh, wir fallen das vollkommen Latte. Sobald er gefüllt ist, fährt er wieso los. So, Ranch Hoflager, da haben wir doch. Abladepunkt am Hofesilo. Und er soll hier laden Gerste. Aber wie gesagt, interessiert ihn ohnehin nicht, was er steht. Oi. Oh Gott, jetzt geht das noch los. Tanken. Oh. Yes, Maria. Naja, ich bin mal gespannt. Wo sind wir denn hier? Ach, hier sind wir bei Feld 20. Ja, oh, sehr schön, oder? Also hier das scheint zu funktionieren. Also die werden hier abgebunkert mit Curseplay übrigens. Aha. Werden hier abgebunkert mit Curseplay. Die Überladewagen. Aber auch alles andere funktioniert ja hier. Da kommt der Hafer runter. So, bin noch mal gespannt, ob er dann gleich auch überlädt. Da bin ich auch jetzt mal gespannt drauf. Oh je. Sag mal, so schlecht ist die Grafik jetzt auch nicht. Klar, ist ein bisschen grobkörnig. Also die Einstellungen sind jetzt auf hoch. Ich könnte sie noch eine Stufe runterdrehen, dann würden wir vielleicht noch den einen oder anderen FPS hier mehr rausholen. Aber nein, wir lassen es jetzt mal so. Sollte es jetzt gleich gar nicht mehr gehen, dann werde ich ja klar nochmal... Oh. Genau, alles wieder einstellen. Oh, ja, ja. Oh, da fährt der erste hier schon. Oh, ja, ja, ja. Kollege, wo fährst du denn jetzt hin? Hallo? Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Abladepunkt am Hofsilo von Feld 32. Achso. Achso, doch, das ist richtig. Aber warum fährt er jetzt hier oben übers Sägewerk? Naja. Okay. Einmal, Kollege, warum stehst du eigentlich hier so komisch rum? Das müssen wir mal erklären. Du berechnest doch immer den Pfad. Immer, das Ding steht direkt neben dir. Mein Gott, ey. Ernsthaft. Mach das Ding auf, Motor an und dann fahr los, ey. Yes, Maria, ey. Muss dir dann alles zeigen, wie das hier funktioniert. Komm, der Indy zeigt dir mal, wie das geht. Rückt mal ein Stück rüber. Dann zeige ich ihm mal, wie das geht. Was ist denn jetzt auf einmal los? Erst geht das so ruckelig und auf einmal hier. Oh. Oh, ist auch ein bisschen komisch hier. So, schaffst du das jetzt weiter? Guck mal, so fährt man. So ist das richtig. Einfach hier, so, zack, und... Junge, komm, mal hin, fahr. Jetzt mäht er das Ding wieder zu. Oh, ne. Dann hältst du mal davon, das Ding wieder aufzumachen und einfach zu fahren. Oh, ey. Hilfe. Naja, so. Mal gucken. Ach, den wollen wir auch hier wieder einstellen, bevor hier auch wieder alles blockiert hier. Ja, klar, auch nicht schlecht. So. Ach, hier wollten wir noch eben schnell den abladen. Da war ja noch was. Da war ja noch was. Damit wir die anderen auch noch hier holen können. So, erstmal das aus. Da machen wir mal
für die Zeit, wo man jetzt hier... Hä? Aha. Auch die Übersicht der Produktion hier aus. Ist ja alles, was hier im Moment so... Ja, läuft und angezeigt wird. Aber auf ein Minimum hier reduzieren. Aktie 960 konnte keinen Weg. Oh, das ist doch alles nicht normal, ey. Muss man dann hier wirklich alles selber machen? Naja. Ich jammer heute hier echt auf sehr hohem Niveau. Bei so viel Helfer. Das haben wir, glaube ich, schon 6 hier oben, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, aber ich bin mir gar nicht sicher. Den Fehler habe ich auch noch nicht gefunden. Wieso, weshalb, warum er das nicht macht? So, wollen wir mal eben gucken. Mein Gott, die Aufnahme läuft schon seit einer Stunde 24. Eieieiei. Und ich habe keinen Kaffee mehr. Das ist ja ganz schlecht. Aber ich muss noch eine halbe Stunde durchhalten, bis ich mir einen neuen Kaffee holen kann. Dann gehen wir nämlich in die Pause. Dann geht der Ende sich nämlich einen neuen Kaffee holen. So, Drescherflotte steht schon mal hier. Also das fehlt uns jetzt noch. Das hat jetzt auch noch der Baumwolle fällig wird. Ja, dann muss ich aber die Einstellung hier wirklich bis aufs Minimum hier runterfahren. Die Grafikeinstellung, weil sonst geht hier gar nichts mehr. Machen wir mal das Rundumleuchten wieder aus. Schicken ihn wieder runter zum Händler, damit er den nächsten abholen kann. Jetzt haben wir hier auch ein schöne Wellen drinne. Ah, er macht das hier super. So, das sind die Kollegen hier auf Feld 34. Ja, ich weiß, ihr müsst abgetankt werden. Ich weiß. Aha, hier stehen noch zwei. Noch zweimal muss er noch da hochfahren. Dann sind alle oben. Das ist schon mal schön. Hier sieht er gut aus. So, wenn ich jetzt auch mal den Kollegen hier finden würde. Wieder der für... Hier ist er doch. Da, ach, guck mal, da ist er doch. Da ist er. Jetzt kann man halt endlich mal hier. Ach, hervorragend. So, GPS einschalten. Und mal das GPS-Menü aufmachen. Dann gehen wir mal eben schnell hier hin. So, Aufzeichnung, AD-Strecken. Zack, gehen hier rein. Sehr schön. So, und los geht's hier. Achso, wir müssen nochmal die Richtung eben kurz drehen. War nicht schlecht. So. Einmal Richtung drehen. So. Gut. Achso. Hier drauf. So. Jetzt wollen wir den Versatz noch eben umkehren und dann ist gut. So. Und jetzt können wir hier los. Jetzt geht's los hier. So. Aber wir müssen mal eben schnell hier noch einen Kurs aufzeichnen, damit der ja auch abladen kann. Damit das hier auch. Mal überlegen, ob wir nicht doch noch einen zweiten hier drauf setzen. Aber ich habe, glaube ich, keinen Traktor mehr frei. Ich habe keinen Traktor mehr frei. Unglaublich. So, machen wir mal hier O wie ne ausfahren, das Röhrchen. Sieht schon mal gut aus.
So, mal eben schnell das Spielchen hier einstellen. Komm, mein Schätzlein. Komm, Papa. So, einmal hier. Ranfahren hier. Oh, mal gucken. Na, passt da nicht ganz so. Müssten wir noch etwas verschieben hier. So, gehen wir jetzt zu Papa. So. Sieht das schon mal gut aus. So, das heißt, jetzt können wir einmal hier die Truppen hier sammeln. Oh, das gibt kein. Das gibt kein, Andy. Mit dem Teil hier zu drehen und dann noch mit diesem Gewicht da hinten dran, das gibt jetzt gar keinen hier. Ja, fährst du ein bisschen andersrum. So. Ja, Andy ist gerade ein bisschen still, sorry dafür, aber ich muss mich gerade mal ein bisschen hier konzentrieren, also ein bisschen anstrengend hier. Moment hier zu fahren. Das ist nicht so einfach. Aber kriegt das hin. Kriegt das hin für euch. Ich gebe alles. Ich gebe alles. So. Würde ich sagen, fangen wir mal hier an. So, das sieht ja schon mal gut aus. So. Machen wir mal hier Kursaufzeichnung beginnen. Wir fangen einfach jetzt hier an. Ist mir egal. So, fahren wir mal hier los. Kann ich hier ein bisschen gerade fahren und dann fahren wir mal darüber. So, haben wir schon mal 2 Wegpunkte, 3 Wegpunkte und dann fahren wir jetzt hier rüber. So. Uiuiuiui, ob das mal alles funktionieren wird. Da bin ich mal gespannt hier. So, da ist der Punkt. Ja, sehr schön. Aber ich würde gerne hier den Punkt hinsetzen. So. Hier machen wir den Punkt hin. So, dann war irgendwas hier mit Einstellungen, ne? Ah, ne. Da war nichts mehr. Okay. Gut. Wenn er jetzt hier überladen hat, dann würde ich sagen, können wir hier direkt loslegen hier. Ist gleich leer. Geht gleich weiter. Weiter geht's hier. Also erstmal 2 Punkte hier gerade fahren. Noch 3. Und dann fahren wir hier wieder zurück aufs Feld. Ganz wichtig, wieder zurück aufs Feld zu fahren, damit er schneller den Weg zum Drescher dann wieder berechnen kann, wenn er auf dem Feld halb steht. Sollte dann schon reichen. Dann machen wir hier Stopp. Dann gehen wir eben schnell und sagen hier F34. Und F34. So. Überladepunkt. AD. Feld 34 abfahren. So, haben wir da auch schon mal. Dann am nächstliegenden Wegpunkt soll er starten. Nicht unloading, so am nächstliegenden Wegpunkt, danke. Dann gehen wir hier auf Drescher. So, dann gehen wir hier auf Feld 34. Da haben wir so viele im Einsatz. Also, ich habe jetzt keine Lust hier. So, Feld 34. So, dann muss man die hier alle auswählen. Die hier abtanken soll. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, weil es so schön ist, sagen wir, müssen wir hier noch irgendwas einstellen? So, ich mache jetzt mal hier Position, da Speicher, ne? So, okay.
Das heißt, er müsste dann, ja. Gucken wir mal. Wir werden sehen, wie es funktioniert oder auch nicht funktioniert. Er fährt los. Das ist doch schon mal, fahre zu Drescher. Das ist doch schon mal, ach, das ist Musik in meinen Ohren. Beziehungsweise, ja, ne? Das zu lesen ist, ja, eine Freude. Eine Freude. Eine Freude. Oh Gott, hier geht richtig was rein. So, ich muss mal eben was deaktivieren. Das geht mir jetzt mal echt auf den Senkel, dass er da permanent diese Mitteilung schreibt. Weil so war das eigentlich nicht eingestellt. So, was war das jetzt? Ach, hier, Aktionsgruppe. Ja. Hä? Wieso ist hier nichts? Andy. Das ist auch nicht. Oh, ja, Aktion. Hä, warum ist hier nichts? Stört mich. Keine Ahnung, nein, das ist auch nicht. Oh. Ja, das war es auch nicht. Keine Ahnung, ich bin gleich wieder da. Ich will nochmal diese komischen Dinger da ausschalten. Das hat permanent da. Ah, hier. So. Jetzt kann er ruhig bleiben. So, was haben wir hier? So, ich habe das jetzt mal ausgemacht und dann gucken wir mal. So. DB20, oh, vielen Dank für deinen Host. Vielen, vielen Dank. Mein Gott, habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen. Sorry dafür. Sehe ich jetzt erst. Vielen, vielen Dank für deinen Host. So, jetzt wollen wir mal hier gucken. Warum habe ich hier eigentlich noch nicht meinen... Andy ist heute sehr schlecht vorbereitet, muss man feststellen. Oh, sehr schlecht. So, gehen wir hier drauf. Jetzt sehe ich ja wieder was. Ach, hervorragend. So liebe ich das doch. So, dann wollte ich jetzt mal eben kurz den Taskmanager neben mir aufrufen. Wo ist denn der Kollege eigentlich hin? Ah, der ist hier vorne. Ah, guck mal, das funktioniert doch. So, wir bleiben mal hier drauf eben. In der Zeit, wo ich nebenher jetzt mal den Taskmanager hier aufrufe, um mal zu gucken, wie denn hier die Auslastung ist. Oh, Freunde der Sonne, ja. Und das ist der Witz da dran. So, ich zeige euch das mal eben. Ich gehe mal eben hier auf... So, und da seht ihr also mal die... das ist ja Giants, ne? Das ist ja das Spiel. So, der Arbeitsspeicher ist also drinne ungefähr 6 GB. Ja, also ne, er ist zu 46% vom Arbeitsspeicher ausgelastet. Ne, Quatsch. Ja. Und so, da bin ich wieder. Sorry. Ja, also, ne? Da ist eigentlich Performance noch genügend da. Aber komischerweise, er macht es nicht. So.
So, OBS läuft nicht über die Grafikkarte. Sollte eigentlich nicht über die Grafikkarte laufen. Tut's aber trotzdem. Aber, ja. Weiß nicht, woran das jetzt schon wieder liegt. Wir nochmal nachgucken, weil eigentlich habe ich das umgestellt. Keine Ahnung. Also ihr seht, da ist mal mächtig was los. Was hat er jetzt hier für ein Problem? So, Kollege, warum fährst du jetzt nicht weiter? Hallo? Da warten noch mehrere. Hallo? Wie sieht's aus? Kommen wir auf jeden Fall schon mal der Kollege Schwertransport. Der Tieflader. So, warum fährt er jetzt hier nicht zum nächsten? Oh, ein bisschen merkwürdig. Können wir auf jeden Fall jetzt mal hier bei dem wieder GPS ausmachen. Das geht jetzt nicht. Oh, das ist ja super. Das ist ja plötzlich. Ich will den aber jetzt eigentlich hier entlassen. Ja, lass den mal eben. Machen wir eben hier GPS aus. So. Dann stellen wir wieder ein. So. Oh, mal gucken hier. Da geht's weiter. Sehr schön. Hier läuft's auch. Das Feld 32. Naja, er wartet hier noch. Was hast du denn? Oh. Kollege, was du machen hier? Sag mal, was du machen hier? Warum? Warum du hier so komisch fahren? Ah, okay. Der würde gerne zum Sägewerk fahren, um das Getreide wegzubringen. Das Problem ist jetzt nur, da haben wir noch auf dem Vorgewende hier hängen. Ja, kollidieren diese zwei Kollegen hier miteinander. Okay. Sollten wir eine schnelle und einfache Lösung für finden? Wir setzen ihn einfach hier drauf. Oder da drauf. Auch gut. Sollte er den Weg relativ zügig finden. Nein, ernsthaft, jetzt dreht er hier. Das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Hallo? Nein, damit bin ich nicht einverstanden. Nein, 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 nein. Nein, nein und nochmal nein. So nicht, mein Freund. So haben wir ja nicht gewettet. Hä? Hier fehlt doch was. Ich bin mir sicher, dass hier irgendwas fehlt. Oder vertue ich mir jetzt gerade? Könnte doch mal wetten, dass hier irgendwas fehlt. Kollege, jetzt auch. Aha, jetzt ist er in 4 Minuten 50 da. Das sieht doch schon mal besser aus. So, jetzt bin ich aber etwas irritiert hier, weil normalerweise sollte hier was anderes sein. Oder vertue ich mich jetzt? Ich habe doch noch eine Ecke vergessen. Da ist der Tunnel. Also da muss ich nochmal nachgucken, was da los ist. So, jetzt haben wir mittlerweile 47 im Einsatz. Wahnsinn. 47 Helfer. Oh, guck mal, hier sind auch so Steine drin. Hier sieht das halt noch im LS, ne? 19 sieht das auch so aus. Im LS 22 sieht das ein bisschen besser aus. Nur ein bisschen. Okay, so. Was ist denn hier los?
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der hat ja wieder keinen Weg gefunden, da steht er hier wieder im Weg. Mal gucken, wo ist denn jetzt hier der nächste Punkt? Wollen wir vielleicht hier komplett hier durchfahren? Ja, also wie gesagt, ich muss hier das Autodorf-Netz muss ich hier für das Let's Play hier nochmal komplett überarbeiten. Weil ich habe hier Felder zusammengelegt habe und hier sind auch die alten, also aus dem Strecknetz, was man ja runterladen kann beim Mothoster, was ich auch noch updaten muss, weil auch da habe ich auch den einen oder anderen Fehler gefunden. Übrigens hatte ich ja gestern im Livestream das mit diesen Kreuzungen ja erwähnt, dass ich die ja ändern möchte. Das dann gestern nochmal ein bisschen gemacht und siehe da, auf einmal habe ich weniger Kollisionen. Die knutschen sich nicht mehr so oft an Kreuzungen. Er kann immer noch keinen Weg berechnen. Okay, so, okay. Ist jetzt egal. Jetzt gehen wir mal hier Vollgas hier und... Da hinten schon mal ein Weg. Ja, im zweiten Teil werden wir mal ein paar T-Shirts verkaufen fahren. Wenn dann hier das mal endlich mal laufen sollte. Im Moment läuft das ja alles andere als hervorragend hier. Okay, das sind auch alles große Felder, um Gottes Willen. Ne? Also. In die Mecker mal hier nicht so rum. So große Felder, ne? Die Wege zu berechnen, sind halt alle ein bisschen schwieriger. So, und wer immer sagt, die Kornwelt ist eine flache Map, also hier ist der Beweis, die Karte ist nicht flach. Überhaupt nicht. Hier gibt es genügend Gelände, also hier geht es richtig rauf und runter. Mal Freund, willst du mich jetzt hier veräppeln oder was? Du stehst direkt auf der Linie und findest jetzt keinen Weg oder was? Das darf doch nicht wahr sein. Das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Da er jetzt schreibt, obwohl er mitten auf dem Weg, ich verlasse das Feld. Ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Oh. Was ist das denn? So, jetzt hoffe ich mal, dass Räuspern jetzt mal ein Ende hat. Immer Kollege, wo fährst du denn jetzt hin, bitte? Was wird das, wenn das fertig ist? Das Spielchen muss ich mir jetzt mal hier angucken. Also, das ist mal witzig. Also, erst findet er keinen Weg vom Feld runter und dann setzen wir ihn neben dem Feld wieder ein. Dafür, dass er dann auf das Feld wieder drauf fährt. Aha. Okay. Naja, okay.
aber er fährt jetzt. Das ist ja immerhin schon mal hervorragend. Er fährt. Der Kollege fährt hier auch. Sieht ja auch alles mal. Ach, wir müssen mal gucken, ob hier sich noch irgendwas am Feldstatus geändert hat. Haben wir ja gar nicht geguckt heute. So, Wachstümchen. Wollen wir mal gucken hier. Nö, bis jetzt nicht. Bis jetzt nicht. Bis jetzt hat es noch nichts geändert. Bis jetzt hat sich da noch nichts getan. Nichts geändert. Alles gut. Die Einnahmen wollten wir uns auch nochmal angeguckt haben. Die sind noch nicht so, ja. Sind also noch stark verbesserungswürdig, würde ich mal so behaupten. Haben auch schon lange nichts mehr verkauft. Muss ich auch mal feststellen. Das heißt, wir brauchen mal wieder ein bisschen Geld. Mal gerade gucken, wie viel dann jetzt hier im Silo Nord drin sind. So haben wir hier. Da haben wir das Kalklager und hier haben wir noch eine Anzeigetafel. 1 Million. Oho, das heißt, wir müssen aber langsam hier mal so ein bisschen im Auge behalten. Damit wir das Häcksel gut nochmal mit dem Zug vielleicht hier nochmal durch die Gegend transportieren. Ja, also ich würde mal sagen, das funktioniert ja mal wunderbar hier oben. Also, Silo 1, hier kippt das schön ab. Wunderbar. Ich würde mal sagen, das funktioniert ja hervorragend. Ein Träumchen. Der nächste. The next one. The next one. Also auch wenn ich hier Fruchtzerstörung aushabe, naja, bleibt nicht. Habe ich auch schon getestet. Da bin ich mal gespannt, ob er dann jetzt direkt losfährt, wenn wir ihn hier auf die Line setzen oder ob er dann auch wieder sagt, nein, ich fahre wieder zurück aufs Feld. Ein Feldfahrer. So, das machen wir mal so. Und ich verlasse das Feld. Boah, ich geh kaputt, ey. Wirklich, jetzt fährt er auch wieder aufs Feld. Oh, der fährt hier zur Lebensmittelproduktion. Das ist doch mal fein, oder? Oh, ja, 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 ja. So, dann machen wir mal hier eben schnell bei der Lebensmittelfabrik hier nochmal vorbeischauen. So, da war ich ein bisschen schnell, ein bisschen weit. Ah, hier. Ist aber noch kein Rohstoff. Moment. Nee, ist noch nicht angekommen. Hä? Hey, ist noch kein Dinkel angekommen. Ah, geht. Ich würde sagen, dann ist das unser erstes Dinkel, waren wir hier von der neuen, ja, Beta-Version der Kornwelt. Aktuell gibt es die 09.2 zum Download. Ich befinde mich hier schon auf der 09.3.
Und ja, von daher müssen wir mal gucken. Das wollte ich auch noch ein bisschen ändern. So, was haben wir denn hier noch? Hatte ich nicht irgendwo noch Rohöl? Mal gucken. Aber ich glaube, wir wollen es jetzt nicht unbedingt so ein bisschen übertreiben hier, oder? Moment, Rohöl war hier unten da, ne? Oder nicht hier? Moment, da ist der Viehhändler. Da ist die Tankstelle. Hier. Ja, genau, hier haben wir noch Öl, was wir noch abholen müssen. Rohöl. Ach du Heiliger, Schnack, Schnack. Hier funktioniert die Anzeigetafel ja gar nicht mehr, sehe ich gerade. Ah! Oh. Ja, da muss ich auch noch ändern. Ja, das ist ja mal schlecht. Er ist wieder auf dem Weg zu Feld 6. Sehr schön. So, wie sieht es hier aus? Ah ja. Mal Glück haben, kommt dann auch mal irgendeiner hier hin. Also ich muss mal sagen, das läuft sehr suboptimal hier. Da ließ aus Feld 24 doch um einiges besser. Hier ist irgendwie so ein bisschen der Wurm drin, in diesem Feld hier. Was ist denn jetzt mit dem hier los? War noch hier eingestellt? Hallo? So, die sind hier auf Feld 32. Oh, oh. Ich sage ja, Vorgewende, das ist immer so heikle Geschichte, dass das alles so funktioniert, wie es sein soll. Was nicht mal heute los ist mit der Husterei, die wir langsam haben. Bisschen auf die Nerven. So, wir tanken den mal eben hier selber ab. Da kann er nämlich gleich weiterfahren. Da müssen wir ja nochmal bei Feld 11 schon mal vorbeigucken, wie es denn da läuft mit der Drescherflotte. Weil da haben wir ja auch diesen Curseplay-Abfahrer drauf. Also hier das Vorgewende hinter uns haben, aber ja genau, läuft das hier auf jeden Fall besser. So, der fährt schon mal wieder. Das ist doch schon mal gut. So, der andere muss irgendwo jetzt auch hier stehen. Da vorne steht er doch. Gehen wir eben hin und laden wir den auch mal manuell hier ab.
Ja, und danach würde ich sagen, springe ich mal hier in den Drescher. Und dann gehe ich mal mir einen Kaffee holen und gehe mich mal eben kurz dringend was erledigen. Und ich schicke euch dann mal kurz in die Werbepause. Nicht dafür, dass ich immer, ne? Ich sag das extra nochmal. Ich mache das nicht, um Geld zu verdienen, sondern im Endeffekt um neuen Zuschauern. Dann eine halbe Stunde lang, die dann vielleicht auf meinen Kanal in dieser halben Stunde stoßen, ist zu ersparen, dass sie Werbung bekommen. Ihr weiß ja nicht, wie es aussieht mittlerweile, aber ich glaube, dass Twitch, so habe ich es zumindest gehört, mittlerweile alle 12 Minuten Werbung schaltet. Und ja, das ist nicht unbedingt so toll. Ich kann es euch nicht sagen, weil ne, die Kanäle, die ich mir anschaue, da habe ich meistens ein Abo da. Da ist es dann halt so, dass ich da ja halb nicht Werbung bekomme. Oder ne? Dann ist es ja so, wenn man ein Abo da lässt, dann ist man ja werbefrei unterwegs. Ja, dann wünsche ich dir guten Appetit. Lasst es euch schmecken, Dieter. So, ich wollte erstmal hier. Kollege, was hast du denn jetzt hier? Guck mal, der Weg geht hier lang. Komm mal hin hier. Mein J. Aber warum fährt er dann von hier aus hier hin? Das ist doch totaler Humbug. So. Was spannend ist hier. Warum schlägt er hier volle Pulle ein? Das ist mir unbegreiflich, echt. Das ist mir jetzt ein bisschen unbegreiflich, ja? Also da muss ich nochmal gucken, woran das denn liegt. Zurück zu Feld 20. So, ich wollte schon mal eben schnell hier. Verlasse Feld. Ach, das sieht ja schon mal gut aus. So, hier blinkt auch alles. Okay. Sehr interessant. Ach, der Mack fährt jetzt nicht weiter. Ach du. Ah, ich geh kaputt, ey. Und fährst du jetzt weiter? Nö, ne? Da ist eine Kollision, da steht ja jemand. Gott, das ist der Wellen da. Ich glaube das nicht. Da kommt Pfanne. Also hier funktioniert das. Also verstehe nicht, warum das bei dem anderen nicht funktioniert. Was ist jetzt sein Problem hier?
Ach Gott, sorry, er hat ein Mikrofon aus, habe ich überhaupt gar nicht mitgekriegt. Was ist denn jetzt hier ein Problem hier? Hallo? Ach, der ist doch leer. Ja, warum fährt er hier nicht weiter? Ah ja, okay. Und das ist hier wieder gemacht. So, jetzt wollte ich euch in einen Drescher hier setzen, so. Und gehen wir mal hier auf Feld 34. Das läuft ja überhaupt gar nicht. So. Da könnt ihr hier mal ein bisschen zugucken, wie der drischt gleich nach der Pause. Und ich schicke euch mal eben in die Werbung. Und bis dahin, ja, wünsche euch viel Spaß mit der Werbung. Und wenn ich gleich wiederkomme, dann werden wir das ein oder andere verkaufen erstmal. So, in der Zeit, wo jetzt die anderen in der Werbung sind, darf ich mich am heutigen Mittwoch mit dem ersten Teil verabschieden. Sage danke für alle, die hier wieder reingeschaut haben. Und ja, es läuft nicht so gut. Mal gucken, ob es im zweiten Teil besser wird. Das findet ihr um 20 Uhr heraus. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und noch einen schönen Mittwochabend. Euer Andy, bye bye.